Mein Name ist Hans Ippisch, ich bin Geschäftsführer bei Competec Media. Wir sind ein Verlag, der sich mit Spielen beschäftigt. Das erste Spiel, an das ich mich wirklich erinnern kann, das war Pong bei meinem Onkel. Das hat mich damals schwer begeistert. Dann Pac-Man, und ich habe mir ein Jahr lang immer gewünscht, dass ich so einen kleinen Pac-Man-Automaten zu Hause bekomme. Ich habe ihn aber leider nicht bekommen. Und das war der Ursprung meiner Begeisterung für Spiele. Na, eigentlich, auf alle Fälle habe ich es nicht geplant. Ich frage mich immer noch heute, was ich mal werden will, wenn ich groß bin. Es hat sich immer so ergeben. Ich habe tatsächlich bin ich ja jetzt seit über 25 Jahren bei Computec und habe da verschiedene Positionen, also deswegen bin ich eigentlich eine sehr treue Seele. Aber es hat sich einfach so ergeben, dass ich ich habe Weihnachten 1984 einen Computer bekommen und habe da angefangen zu programmieren und habe dann ein Spiel verkauft mit 16. Und 1989 habe ich dann ein Spiel verkauft an einen kleinen Verlag in der Nähe von Nürnberg. Das war Computec Verlag. Die haben Diskettenmagazine gemacht. Ich habe dann überlegt, was ich studieren könnte nach der Bundeswehrzeit und habe dann in Bamberg Wirtschaftsinformatik studiert. Der Verlag hier hat angefangen, eine Zeitschrift zu machen, und da hat mich der Gründer, der Christian Geltenputt, gefragt, ob ich mitmachen will. Ich dachte, das ist doch wunderbar, kann ich mein Studium finanzieren, schreibe ich ein paar Artikel über Entwickler, mache Interviews, so wie ihr. Und so bin ich da reingeraten, und dann war ich ein halbes Jahr später für eine Zeitschrift verantwortlich, nochmal ein halbes Jahr später für eine zweite Zeitschrift. Und da zum Vordiplom musste ich mich dann entscheiden, will ich jetzt noch eine dritte Zeitschrift machen oder das Studium beenden. Und so habe ich dann drei Zeitschriften verantwortet. Das hat sich dann hier so entwickelt, dass ich dann Redaktionsdirektor geworden bin und auch noch eine andere Verantwortung bekommen habe. Und so ist dann mein Leben entstanden. Tatsächlich bin ich eben seit über 25 Jahren bei Computec, und und heute machen wir Apps und Events und Sonstiges. Also ich habe nie was, planen kann man das bestimmt nicht, aber langweilig ist mir nie geworden. Also ich glaube, nicht jeder Film ist Kunst und nicht jedes Buch ist wirklich oder jedes Bild ist auch Kunst. Spiele können Kunst sein. Also ist halt die Frage, wie man Kunst sieht. Manchmal ist es einfach nur gut. Also ich will ja, wenn ich ins Kino gehe, dann gucke ich mir auch die Minions an oder Jurassic World, ob das jetzt Kunst ist. Wobei bei den Minions würde ich sagen, das ist wahrscheinlich noch eher Kunst als Jurassic World. Ich glaube, dass es kann Kunst sein, aber manchmal ist es einfach nur gute Unterhaltung. Und es gibt, ein bisschen die Schwierigkeit ist, natürlich müssen die Programmierer ja darauf achten, dass ihre Produkte sich auch verkaufen. Und wenn das dann nur Kunst ist, dann könnte es sein, dass das viele Menschen weniger interessiert. Deswegen ist es, aber Kunst an sich ist es, Kunst hat ja ein bisschen den Beigeschmack, ja, davon kann man dann nicht leben, und deswegen müssen Spiele und Filme ja so sein, wie sie sind. Die spannendsten Veränderungen sind sicherlich die technologischen Möglichkeiten, die man heute hat. Damals musste man sich hauptsächlich damit beschäftigen, wie man aus dem technisch möglichen C64 oder VC20, wie man da das Beste rauskitzeln kann, wie man überhaupt mehr als 8 bewegliche Objekte gleichzeitig darstellen kann. Das ist heute nicht mehr die Herausforderung, sondern technisch ist alles möglich. Jetzt kommt es eigentlich darauf an, dass die Ideen gut sind. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Damals musste man die technischen Begrenzungen überwinden, dann konnte man glänzen. Heute kommt es wirklich auf die Idee an. Und man hat auch die Möglichkeit mit Speicher, das ist alles nicht das Problem. Also man kann freier denken und ganz verrückte Sachen auch machen, was ja heute Spieleentwickler auch machen können. Und früher war man eingeschränkter.
Das werde ich zurzeit sehr häufig gefragt, auch auf Industrietagungen diskutiert man darüber. Im Augenblick ist natürlich Virtual Reality das große Thema. Oculus Rift und Co. Da fragt sich jeder, ist das jetzt das nächste große Ding? Meine persönliche Meinung ist, das wird wunderbar werden, es sind tolle neue Geschichten und es wird nicht jeder dann mit diesen Dingen rumlaufen. Ich kann persönlich sagen, da kann einem schlecht werden dabei. Deswegen ist, glaube ich, wenn man jetzt annimmt, alles wird die Virtual Reality sein, das glaube ich nicht. Denn guckt jeder zu Hause jetzt immer nur noch 3D auf seinem Fernseher, wenn er es denn kann? Nö, macht man nicht, obwohl es kann. Deswegen glaube ich, ist die Entwicklung wie immer, es geht Schritt für Schritt weiter. Virtual Reality oder die 3D-Brillen, Oculus Rift oder von Sony, die sind dann ein Teil, die wird man dann auch wahrnehmen können und nutzen. Aber ich glaube, dass es an sich, wenn man jetzt die aktuellen Konsolen anguckt, PlayStation 4 und Xbox One, das ist ja schon wirklich großartig. Auch Yoshi's Woolly's World auf Wii U ist ganz toll. Ich glaube, das ist einfach die normale Entwicklung. Die Grafiken werden immer besser und schöner. Vielleicht gibt es auf der Eingabeseite noch ein paar Möglichkeiten, wie mit dem Controller, dass man da ein bisschen anders umgehen wird. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es so einen Schritt gibt, wo man sagt, die ganze Welt wird mit der Brille rumlaufen, weil, da bin ich auch der Überzeugung, so geht es mir zumindest, wir spielen oft einfach unter Freunden und da sitzt man gern nebeneinander und guckt sich in die Augen und wenn dann jeder so ein Ding auf hat, ich weiß nicht, ob das dann wirklich die Zukunft ist. Ja, das wird man auch machen und es wird dann so ein Show-Effekt sein, aber vielleicht spielt man dann ganz heimlich doch ganz normal auf einem kleinen Bootmonitor oder auf dem, sieht man ja auch auf dem iPhone, kann man ja auch schon spielen. Das ist perfekt, eine perfekte Erfindung. Also wenn es das damals gegeben hätte, als ich noch Spiele programmiert hätte, dann hätte ich das bestimmt genutzt. Dann müsste man nicht mit den Firmen lange verhandeln, ob sie einem das finanzieren. Und das ist wirklich zu begrüßen, weil das vielen jungen Entwicklern Möglichkeiten gibt, etwas zu entwickeln, was sie früher nicht gehabt hätten. Und wir müssen nur aufpassen, dass das auch sauber genutzt wird, weil sehr viele der Produkte kommen dann doch nicht auf den Markt, das Geld ist verloren. Da muss man aufpassen, dass die User dann nicht enttäuscht sind und dass die Plattformen dann missbraucht werden. Aber prinzipiell ist es ganz toll, und weil das wirklich vielen jungen Entwicklern die Möglichkeit gibt, was anzufangen, wo seriöse Firmen sagen, ich gebe dir kein Geld. Also deswegen eine ganz tolle Geschichte. Ja, das ist richtig. Ich meine, früher gab es Radio, dann kam Fernsehen und Kino kam und alles Mögliche. Es gibt immer mehr Angebote, die man nutzen kann. Das ist bei den Medien genau das Gleiche. Tatsache ist, dass Computec noch nie so viele Leute erreicht hat wie heute. Wir erreichen über unsere Websites 6 Millionen Leute, das haben wir früher nie erreicht. Kleiner Haken dabei ist, nicht jeder zahlt dann den Heftpreis, den wir früher gehabt haben, aber daran kann man nichts ändern. Prinzipiell erreichen wir mehr Leute denn je. Wir haben heute Magazine, wir haben Apps, wir haben YouTube-Channels, wir haben normale Webseiten und das ist einfach die Entwicklung der Geschichte. Print wird nicht verschwinden, genauso wenig wie Radio verschwinden wird oder Kino verschwunden ist, nachdem es Fernsehen gegeben hat. Das Nutzungsverhalten ändert sich und heute wobei ich mit Print einfach meine, die Tatsache, dass man etwas druckt, es kann auch auf dem iPad gelesen werden. Also, dass man ein monatliches Magazin hat, so eine Zusammenfassung wird es aus meiner Sicht immer geben, auch Tageszeitung, wenn die dann mal auf dem digitalen Papier sind, vielleicht, das kann auch sein, aber prinzipiell wird das eine das andere nicht ersetzen und ich würde auch behaupten, der Hype, den es gab, wo man gedacht hat, alles wird nur noch auf YouTube sein, auch das normalisiert sich dann. YouTube weiß jeder zu schätzen, also LeFloid kenne ich sehr gut, es ist eine tolle Geschichte, aber links wird nicht die ganze Welt dann nur noch an YouTube sitzen. Man guckt auch noch ab und zu in Fernsehen rein oder man nutzt dann doch Netflix vielleicht. Also es gibt immer verschiedene Kanäle und genauso wird der eine noch eine Zeitschrift lesen, dann eine Website und wir als Verlag müssen dafür sorgen, dass wir die User erreichen, da wo sie sind. Also wir dürfen uns nicht einbilden, wir machen nur Print und dann müssen die nur Print. Das ist natürlich falsch und das ist der normale Weg und das macht ja auch die Aufgabe hier bei Computec so spannend. Also
dass wir jeden Tag gucken müssen, auch was weiß ich, WhatsApp-Gruppen haben wir jetzt auch bei PC Games zum Beispiel, wo mittlerweile auch 1000 dabei sind. Wir müssen da permanent gucken, wo man bleibt. Auch Facebook ist ja nicht mehr das Medium, das alle Jugendlichen nutzen, sondern die gehen ja, wie ich ja meinen Sohn sehe, dann auch ganz woanders hin. Ja? Also da ist das. Also auch ein Beispiel, MySpace war mal so groß wie Facebook oder war das große Innenthema, wo ist MySpace heute? Ich würde nicht behaupten, dass das Facebook passiert, aber es ist alles möglich. Und Print gibt es immer noch. Ich glaube, dass es eine ganz schöne Zeitreise ist für einige. Bei der Recherche für den Vortrag, da habe ich mich selber eigentlich dann gefreut über die alten Geschichten und dann die alten Konsolen. Und tatsächlich, nein, Game Boy war nicht die erste Handheld-Konsole, es gab andere Geschichten. Es sind ein paar überraschende Sachen aus meiner Sicht dabei. Und für sagen wir, Leute in meinem Alter ist es dann eine Zeitreise. Für die unter 20-Jährigen ist es eher wie wahrscheinlich wie im Museum, aber ich glaube, das ist für alle dann ganz spannend und interessant. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann fragt, was wird eigentlich in 20 Jahren sein? Die Frage hat man, aber wir wissen es nicht, aber es ist trotzdem, glaube ich, spannend. Ja, Also grundsätzlich spiele ich immer Spiele, oder wo man keine Anleitung lesen muss. Das war mir ganz wichtig. Da war ich nämlich immer zu faul dafür. Also deswegen habe ich Rennspiele gespielt. Eigentlich kommt GTA dem Perfekten schon ziemlich nah. Da kann man fahren, da kann man schießen. Musik ist gut, Grafik ist toll. Also GTA finde ich eigentlich schon wirklich toll, weil da kann man sich fast unendlich beschäftigen. Deswegen ist diese offene Welt und tolle 3D-Grafik, das kommt dem schon sehr nahe. Und wenn es darum geht, die perfekte Unterhaltung, wenn man gegeneinander spielen will, ich habe am Wochenende wieder Mario Kart 8 gespielt auf Wii U. Das ist eigentlich auch das Optimum für, wenn man nicht alleine was erleben will, sondern gegeneinander. Dann ist es Mario Kart 800 Version in 500 Jahren.